Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. Nach so langer Zeit endlich mal wieder ein ganz normales Video vom American Truck Simulator mit den neuen, naja, in Anführungsstrichen neuen Kennwort B900 in der Edition 100 oder der 100er Edition. Ihr wisst schon, weil sie 100 hier Jubiläumsedition. Und ja, das hat natürlich SDS ja auch mit Kennwort zusammen diesen wunderschönen LKW ins Spiel gebracht. Ja, es sind ein paar neue Kleinigkeiten mit am Start, aber die geben uns natürlich eine kleine Richtungsweisung, wo die Reise vielleicht irgendwann mal hingehen sollte oder könnte. Ich habe mal ein bisschen umgebaut den Truck, also ein paar kleine Mods hinzugefügt. Ja, gerade hier bei den Felgen, das fand ich irgendwie ein bisschen cooler. Aber wir warten mal, was da alles noch so kommt. Ich habe die Standardlackierung gelassen, weil die sieht echt hübsch aus. Und wir machen jetzt einfach mal eine kleine, schöne Fahrt durch Texas. Ich muss sagen, ich bin ja eher so jemand, der den Peterbilt 389 gut findet. Aber jetzt, ja, auch der Kenworth hat schon seinen Reiz. So, dann würde ich einfach mal sagen, gehen wir rein und ja, wir sind heute mal nicht alleine. Und ja, wir starten einfach mal den Motor. Und wenn ihr natürlich noch mehr solcher ja, Videos sehen wollt, auch von American Truck Simulator, dann lasst einfach mal ein Däumchen da. So, ich fahre jetzt erstmal los und trinke mal einen schönen Kaffee. Hier am Montag. Montag war ja eigentlich immer unser ATS-Tag. Mal gucken, ob das dann mal wieder so kommt, dass wir mal wieder eine Tour im American Truck Simulator am Montag machen. Ja, das muss natürlich alles dann hinhauen im Konvoi-Modus. Ja, man könnte natürlich... Oh, ist das eine dicke Walze da vorne. Boah, hier schön. Walmart losgefahren. Ich musste erstmal wieder ein paar Mods runterladen, um mal zu gucken, wie geht das hier alles noch. Keine Mods mehr hier am Start gehabt, aber irgendwie, wow, ich habe so richtig Bock hier mit dem amerikanischen Schlachtschiff hier mal lang zu fahren. Einfach nur genial. Toll, toll, toll. Ja, es wäre ein ganz anderes Erlebnis hier mal im American Truck Simulator in riesengroßen Trucks am Start zu sein. Dicke, fette Hauben. Ja, herrlich. Muss auch mal wieder sein. Wir dürfen natürlich den ATS, habe ich jetzt die letzten Wochen oder Monate ein bisschen sausen lassen. Ich habe mich da gerne, Grüße gehen raus an Pannerchen, gerne mit Pannerchen so ein bisschen mitziehen lassen, wenn irgendwas Neues gekommen ist. Aber ATS, ja, muss man ja sagen, ist gegenüber dem Eurotax-Simulator nicht so das Zugpferd. Und wenn man dann schon wenig Zeit hat, dann überlegt man schon, welchen wir hier dann nehmen. Welches Spiel. Aber man könnte durchaus im Hinterkopf behalten, dass wir vielleicht wenigstens jeden Montag eine Runde ATS bringen. Ja. Mittwoch will ich ja sowieso immer ein bisschen an anderen Simulationsspiele bringen. Also als Livestream. Gucken wir mal. Wie das so ist. Also ist ja immer wieder auch manchmal persönlich. Wie hat man gerade Lust oder Zeit? Ja, das ist ja dann auch immer so eine Sache. So, der Bordcomputer ist hier ein bisschen anders gestaltet, so wie das hier sehen ist. ACC ist drin. Ich glaube, das hat er gar nicht. Und der hört sich definitiv auch anders an, ne? Ah, was haben wir denn hier für ein kleines Klo? Und das für ein Auto? Da musste ich jetzt selber mal ein bisschen bremsen. Ach, hier. Das ist noch ein ganz jungfräuliches Profil, muss ich sagen. Also hier ist noch gar nichts mit Texas irgendwie abgefahren worden. Das nehme ich jetzt einfach mal hier, um eine Runde zu drehen. Ja, Oklahoma ist ja das nächste DLC, was ja hier im American Truck Simulator kommt. Da werden wir auch definitiv noch andere Trucks noch kriegen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo jetzt richtig der Stand ist beim ATS mit LKWs. Geschuldet durch meinem Alter, dass man da vielleicht das ein oder andere schon mal wieder vergessen hat. Naja, LKWs. Wir haben auch nicht so viel. Also wir haben jetzt 95 Meilen noch. Vielleicht machen wir das mal in Zukunft hier mit dem
Hatte erst mal wieder. Ich wollte nur mal gucken, ob auch Unfälle gehen. Ja, die funktionieren auch noch. Alle. Ah ja, ja, alles gut, alles gut, alles gut. Es ist ja auch ganz schön Verkehr hier in Amerika. Oh, will er auch noch fahren oder will er nicht fahren? Ja, er fährt. Großmutter fährt. Ist natürlich, also ganz ehrlich, würde ich jetzt mit einem Auto unterwegs sein und dann kommt dann so ein riesen Truck ganz langsam auf einen zugefahren, da kriegt man schon ein bisschen, ja, da könnte man schon ein bisschen Angst kriegen, oder? Ich kann mir aber gut vorstellen, dass die neuen Trucks, also der Kenworth-Marke, auch vielleicht in naher Zukunft ins Spiel kommen. Auch bei Peterbilt ist da noch ein bisschen was geplant. Würde auf jeden Fall ziemlich lachen, würden sie hier den Tesla-Truck da irgendwie ins Spiel bringen. Aber okay, das glaube ich eher nicht. Den gibt es noch gar nicht so richtig auf dem Markt, oder? Oh, hier ist alles in Ordnung. Weiß gar nicht, wie viele Leute auf Steam denn eigentlich den ATS dann im Vergleich zum... Ihr könnt ja mal gucken, dann unten immer in die Kommentare reinschreiben. Im Vergleich der... Ja, das Video kommt jetzt am 6. raus. Im Vergleich, wann kommt oder wie oft der ATS gespielt und wie oft der Euro Truck Simulator. Also jetzt vielleicht am 6. Kann man ja mal die Höchstzahl mal eingeben. Warte mal, haben wir hier irgendwo Tempomat, wo ich sehe, wo schnell ich eingegeben habe? Ist. Mal schauen, ob es hier... Ah, warte mal, hier unten vielleicht. Okay. Na gut, jetzt habe ich hier die ganzen Autos hier. Ich komme ja gar nicht so richtig zu Rande, weil hier nur Stau ist. Mal schauen, ob ich hier vielleicht rüberfahren kann. Ich habe ja den LED-Blinker genommen. Oh, guck mal hier, dieses alte Gefährt dort hinten. Ah, oh. Ja, und danke nochmal für die ganzen Kommentare. Hat ja im... Der 96er und 72, das war, glaube ich, die Kabinengröße. Das war nicht das Jahr, wo das rauskam. Das war die Kabinengröße. Danke nochmal für diejenigen, die das da reingeschrieben haben. Oder haben. War wahrscheinlich nicht so erfolgreich, jetzt sich hier lang zu fahren. Schauen wir mal. Jetzt irgendwann mal zur Rande kommen hier. Steht denn der LKW da hinten so weit? Hat der ein bisschen Angst? Trotzdem hier so auf Oldschool macht der Blinker, ne? Aber da sind LEDs drin verbaut. Ich sehe jetzt nicht, wo der Bordcomputer. Ach, hier ist der Board. Okay. Das ist die Anzeige. Temperatur. Naja. So, wir machen mal Tempomat wieder rein. Und dann schauen wir mal. Ja, ist ja wie so eine kleine Testfahrt hier mit dem LKW. Fühlt sich wie gewohnt die amerikanischen Trucks an, ne? Ich habe den auch jetzt extra auch als große Kabine genommen. Dass ich hier richtig schön wohlfühlen kann. Nicht den ganz starken Motor. Knattern die wirklich so? Hört sich schon echt so ein bisschen böse an, ne? Aber ja, was willst du machen? Du bist in Amerika, du hast diesen Job, ne? Und dann sitzt du da wirklich tagelang. Eigentlich hast du manchmal gar nicht so richtiges Zuhause.
Und das ist hier deine Hut. Ja, und du hast deine Mikrowelle da hier drinnen, deine Kaffeemaschine. Wenn du Glück hast, hast du hier auch eine kleine Edeltraut hier am Start. Die sitzt hier irgendwie so nah dran, ne? Irgendwie so komisch. Ja. Ja, sitzt du da in deinem LKW, hast dein Fernsehen und ja, wenn du Glück hast, hast du vielleicht noch ein gutes Internet. Ich weiß gar nicht. Ja, also wenn ich jetzt da in den LKW, da braucht man ja schon ganz schön Datenvolumen, um einfach das mal zu gucken. Ja, wenn du dann abends dann deine zwei, drei Filme dann gucken willst, das kostet ja auch alles Datenvolumen. Ich weiß ja nicht, wie teuer das da in Amerika ist oder ob dann halt irgendwie free ist, dir keine Gedanken machen musst und halt streamen kannst, ob nur auf YouTube, Netflix oder Amazon, das ist ja ist mir egal, aber du bist ja dann noch irgendwo am Teil an der Gesellschaft ja, teilnehmen. Ja, du kannst natürlich wahrscheinlich dein Fernsehen rauspacken, dann gibt es wahrscheinlich Schüsseln, die sich automatisch dann ausrichten. Aber es ist dann natürlich einfacher, wenn du einfach nur anschaltest hier dein Handy oder dein Tablet oder Laptop hier gleich WLAN ein und dann, WLAN sei schon hier, Internet und dann guckst du dein Filmchen oder guckst du Maximus, hier unterwegs gerade ist, ne? Aber ich genieße das jetzt gerade hier durch Amerika zu fahren. Ohne Scheiß, das macht jetzt gerade so richtig Laune, wenn ich auch den ganzen Verkehr sehe. Den ganzen Firmen und. Echt schön. So, 37 Meilen noch. Ich weiß gar nicht, wie schnell ich fahre. Dachte eigentlich, hier gibt es noch so eine Anzeige bei dem LKW, dass man halt sieht, wie schnell man fährt. Haben die irgendwie die Sicht ein bisschen anders gemacht, dass man jetzt auch die Spiegel besser betrachten kann bei den Trucks? War doch mal eine Zeit lang so, dass man halt die Spiegel nicht so richtig sehen konnte, ne? Aber jetzt geht's eigentlich. Oder ich habe einen Mod drin, ich weiß es nicht. Aber eigentlich war man doch immer so war nah dran, dass man dann irgendwie die Spiegel nicht gesehen hat. Naja, ist nicht schön. Ein bisschen was betrachten will man ja schon. Gut, man kann die Zusatzspiegel anmachen oder man geht irgendwie ein bisschen weiter raus. Das ist auch alles möglich. Geht alles. So, wir sind hier am Zielort. Überall Werbung. Steht, die sehen wirklich alle irgendwo ein bisschen gleich aus. Meckes haben wir hier auch. Naja, willst du auch anders erwarten. Hier überall. Amerika. Überall kann man seine genüsslichen, fantasienfreien Lauf lassen, wenn es um Essen geht. Ja. Gerne mal so eine Sendung, wenn die dann so amerikanische Gerichte bringen. Also, das amerikanische Gerichte. Ja, da sind einfach Fleisch und dies und Sausage und ach, was weiß ich alles. Die Ahnung. Und dann geht's los und dann schmatzen die da ordentlich rein. Das ist dann schon. Okay, gerne mal. Krieg dann auch Hunger. Naja, wir haben unsere Bratwurst, so gut, ne? So, fahren wir mal. Gehen wir nochmal schön nach außen, gucken uns den LKW an. Gerade diese langen Trailer, ne? Das ist schon. Da einfach mal eine Bordsteinkante mit, ne? Kannst nichts machen. Ach, guck mal hier. Machen Sie Werbung für die NASA. Läuft ohne Probleme bis jetzt. Ich habe, glaube ich, um die 23 bis 25 Mods erstmal hier installiert. Aber nichts Weltbewegendes. Na, jetzt geht's wieder los. Ach, feini. Also, wenn wir schaffen, dass wir in 2, 3 Tagen hier vielleicht über 2000 Aufrufe haben, dann könnten wir durchaus nächste Woche auch nochmal so eine schöne Tour mit den Kennwort machen, aber in einer anderen Konstellation, andere Lackierung.
Aber ihr könnt auch gerne mal reinschreiben, welchen Bundesstaat ich denn gerne hier abfahren soll. Dann mache ich das einfach mal. Fahren wir hier oben lang. Ne? Ah, nee, jetzt bin ich falsch gefahren. Ah. Sehr ungünstig. Pass mal auf jetzt. Nee, das machen wir jetzt nicht hier. Die haben 10.000 Mal hier auch hin und her eiern. Habe ich keine Zeit jetzt. Hier, glaube ich, hin, ne? Oh, Aufliegerschaden. Also irgendwas falsch gelaufen. Da war jemand. Der da hinten. Ey, der siehst du auch nicht durch bei diesen ganzen Autobahnkreuzen hier. Da bist du ja total verwirrt. Also ich zumindest. Boah, das sieht ja halt cool aus hier, ne? Das Autobahnkreuz hier mit den Trägern hier. So hat man versucht, ein bisschen die stehen bleiben müssen? Ja, vorher hätte ich stehen bleiben müssen, ne? Ja, stimmt, die Ampeln sind ja da. Sieht ein bisschen besser aus hier. Autobahnkreuz. Es ist Amerika. Schön finde ich es jetzt nicht. So viel Beton, was sie hier verbaut haben. Aber ist schon irgendwie interessant. Verwirrt eine. Also auf jeden Fall. Ihr habt es ja gesehen, wie verwirrt ich mal wieder war. So, jetzt. Gehen wir doch erstmal jetzt hier hin. Ah. So, wo müssen wir unsere Fracht abholen? Hinbringen. Das ist ein nächster Wollmarkt. Nee, das scheint ein Malermarkt zu sein, ne? Was holen hier? Der Wachmann wartet schon. Ah. Ja, da muss der die Bordsteinkante so oder so nehmen hier. Hier so rüberfahren. Machen wir es mal wie Profis. Mal gucken, wie wir's, ob wir es schaffen. Mit den LKW das hier reinzufahren. Also anzuhängen. Abzugeben, rückwärts. Ihr wisst schon, was ich meine. Jetzt natürlich auch nicht hier. Oh. Aber das Tor ist es ja. Das Tor, ja, ich sehe, man die bisschen die Striche sieht man. Aber als LKW-Fahrer hast du ja auch nicht diese Striche auf dem Boden, die du als Markierung nimmst. Du nimmst ja dann auch eher die, das Tor hier, ne? So. Ey, wo ist denn jetzt Anhänger? Ach, ich habe das nicht gesehen wegen diesem Rohr hier. Also diesen Schutz hier. Du siehst das auch nicht. Du siehst das aber auch nicht. Ist das jetzt hier richtig? Wer ist denn das da? Ach, ich stehe zu. Ach, ich habe auf den falschen geguckt immer. Oh. Ich und rückwärts einparken hier mit dem LKW hier. Geht ja gar nicht. Ja, pass mal auf, jetzt machen wir es anders. Jetzt machen wir von der Außenansicht. Ich habe da komplett keine Übersicht, ey. Über die Sache hier. Oh Mann, ey. Ihr könnt mich auslachen. Ja, könnt ihr machen. Oh.
Oh. Oh, ich glaube, hier müssen wir noch immer gerade ziehen, ne? Ja, so. Okay, alles. Hat das so eine Verzögerung, ey? Ey, ich vertue mich ja nur. Ach, hört auf, ey. Ich stelle mich zu doof an. Ja, nicht schön, aber selten. Wir stehen. Hört auf, ey. Ich kann das nicht. Ah, ja. Gut. Aber das ist ein komplettes Umdenken, wenn man hinten. Es ist ein Unterschied, wenn man dann halt also eine doppelten. Und der ein bisschen länger ist. Und hier hat man noch diese Achse. Ach, da verschiebt sich alles ein bisschen. Also die Wahrnehmung, wann man einlenken soll und. Das ist wie so eine gewisse Verzögerung. Aber jetzt habe ich meine Ausreden genug gesprochen. Ich hatte richtig viel Lust, mit dem Truck hier eine Runde zu drehen. Und ja, wenn es gut ankommt, kann es durchaus möglich sein, dass ich da das ein oder andere Video nochmal bringe vom American Truck Simulator, meine Runde zu drehen. Also, ich mache jetzt so Feierabend. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Montag oder Wochenstart. Und ja, nächstes Mal sehen wir uns am Mittwoch. Mal gucken, was da wieder gewinnt, welches Spiel. Dann mache ich einen Fisch und sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.